gar keine Dinger mehr. Dann können wir jetzt aber mal einen Titan hinzufügen. So, dann bauen wir hier nämlich Titan. Star System charted. Ja, das sieht gut aus. Ansprüche 84, ja. Dann nehmen wir nämlich das ganze Gebiet hier. Nehmen das als neue Grenze. Und das hier halt als Angriffsbasis, um später das L-Tor übernehmen zu können. Und ansonsten kann der ganze Teil hier ist schön isoliert, der kann dann zu einem tributpflichtigen Staat werden. Befehlslimit, Chemowonne. Ja, okay, ich glaube, davon erholt sich Troja jetzt doch nicht mehr. Vor allem, weil die Mayas gerade noch dabei sind. Situationsprotokoll. Das dunkle Volk geht auch gut ab. Also, das hat uns gerade überholt. Construction. Aber wenn wir die Ägypter als unser ergebenes Reich haben und die Amazonen vielleicht, oder das, was davon übrig ist, vielleicht auch noch, hätten wir schon wieder mehr Punkte. Und die Krise kommt auch noch. So, 32 Energie und 32 Mineralien. Ist das gut oder ist das gut? Construction complete. Warum? Was mache ich hier eigentlich? Ich brauche gerade den Einfluss. So, die. Okay, die bauen wir jetzt fertig, aber Ansprüche 34 fehlen. Technology secured. Unsere Ansprüche auf sie, ja, haha. Viel Spaß. Verwaltungslimit. Das ist mit Abstand die beste Sozialforschung, weil dann auch die übrigen Forschungskosten sinken, unsere Traditionskosten sinken. Also wenn wir das machen, dann kommt der Schneeball so richtig ins Rollen. So, Kulturerbestätte. Die frenetischen Aktivitäten im Fallmir-System verraten den Asiatenbau einer Dyson-Sphäre. Okay. Cool. Ich bin überrascht, dass überhaupt mal eine KI sowas baut. Soll mir recht sein, wenn daraus später ein tributpflichtiger Staat wird, profitiere ich auch davon. Was kostet uns auf einmal so viel Energie? Wie sieht's hier aus? 800. Aber Energiecredits von Jobs, was kriegt denn im Moment von Jobs? 910. Ja, ist auch nicht wenig, was wir dann dazu kriegen. Ansprüche noch einmal dazu. Nein, nicht Ansprüche stellen, Krieg erklären. Eroberung. We have declared war to safeguard our interests. So, zweite Legion hierhin, erste Legion hierhin. Oh, die Ägypter machen Ansprüche. Leute, eure Flottenstärke ist erbärmlich. Hört einfach auf. Es wird nicht funktionieren.
Construction complete. Marktführer ist momentan das dunkle Volk. Warum? So, wie? Vertickt hier irgendwer zufällig eigentlich Sklaven? Kann man ja nochmal probieren, ob man da welche rauskriegt. Sklavenmarkt. Ja, nur Roboter. Von denen möchte ich nicht unbedingt mehr haben. Zum Gromium-System. Pass auf, wir lassen die kommen. So, die Titanen sind noch im Bau, aber das ist okay. Stadtdistrikte stellen zusätzlich einen Büroangestellter Job. Ja, super. Das ist nicht so mega sinnvoll. Spaceboat under attack. So, macht er das jetzt auch wirklich? Ichion-System. Okay, dann bringen wir jetzt den Kampf zu ihnen. Ich hatte nur keine Lust, so eine relativ ebenbürtige Flotte gegen eine von meinen antreten zu lassen. Aber mit beiden ist das gar kein Problem. Complete. Construction complete. So, die Transportflotte hier kann sich mal... Bewegung zum Gromium-System. So, this is gonna be good. Holt eure Klappstühle. Wer beleidigt uns, die Ägypter? Ein gescheitertes Experiment. Sein einziger Wert besteht als Lektion für den Rest der Galaxie. Was passiert, wenn man die kalte und leblose Philosophie des Materialismus annimmt? Ach, seid doch still. So, wir haben 3 Schlachtschiffe verloren. Aber das ist okay. Status quo könnten wir jetzt jederzeit durchsetzen. Die schwächere Flotte sichert das hier, der Rest stößt weiter vor. Hier haben wir allerdings die hier. Das heißt, wir müssen mit beiden Flotten anrücken. Erkundungsgeschwindigkeit. Oder das. Ja, dann nehmen wir das. Sozial hat keinen Wissenschaftler. Dann nehmen wir... Moment, hatten wir nicht vorhin? Forschungsgeschwindigkeit plus 10. Dann nehmen wir das. So, wir haben leider nicht genug Legierungen, um direkt weiterbauen zu können. So, einmal das, einmal das. Dann haben wir hier Spezialisten. Eine weitere Legierungsgießerei hier. Ich wollte ja eigentlich auch noch hier weiter. Technology secured. So. Schaden Energiewaffen. 42 Monate. So, hier erholen die sich gerade, aber die Gelegenheit werden wir ihnen nicht geben.
Vorher muss ich die Flotte hier mal erholen. Genau das ist der Grund, warum halt so ein Krieg keine gute Idee ist, wenn ihr keine Basis habt, wo ihr hier zurückfallen könnt. So, unsere Titanen sind schon mal fertig, oder? Waren das die Titanen? Nee. Die Schlachtschiffe sind tatsächlich noch vorher fertig geworden, aber die Titanen folgen jetzt. Ich hätte vielleicht aber statt der Hyperraumfalle die Nanobot-Wolke nehmen sollen. Damit halt meine Flotten besser ohne Sternbasen operieren können. Construction complete. So, ihr meint jetzt unbedingt, eure Flotte den Fleischwolf schmeißen zu müssen? Construction complete. Das Problem ist, das sind Korvetten. Construction complete. Was war denn mit den Edikten für Terraforming-Gase werden wir brauchen, wenn wir Gaia-Welten erzeugen, flüchtige Bodenräume. Als Schildverstärker bringt nichts. Das, fokussierende Kristalle. Kristalle haben wir auch genug. So, einmal hier. Brauchen wir nochmal eine Legierungsgießerei. Hier nochmal ein Bollwerk. Noch eine Legierungsgießerei. Und hier auch. Construction complete. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber das Nervige an den besseren Gebäuden ist halt wirklich das mit den strategischen Rohstoffen, weil in so großer Fülle gibt's die nicht. So, Frage ist, kann ich diese Station hier nutzen, um Reparaturen durchzuführen, wenn ich sie erobere? Also sobald sie auch wieder repariert ist, natürlich, aber Leute, das wichtige Ziel ist da. Die Truppentransporte sind unbewaffnet. Die müsst ihr nicht sofort zerstören. So, hier ist auch eine Werft im Orbit einfliegen.
Ja, das geht. Sehr schön. Construction complete. Also, ich bekäme 9 Systeme. Okay, Troja ist weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das hier möchte ich gar nicht, das System. Was ist denn hier los? 137. Savannenwelt, was haben die hier gemacht, bitte? So könnte ich mit einem Sprung dahin. Es gibt keine Armee. Moment. Stopp, 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 stopp. Nicht so schnell. Ich möchte sonst die ganzen Kolonien erobern. Aber die hier ist nicht sehr stark. Ich könnte also mit einem Sprung das problemlos lösen. Dann kann ich den Krieg auch direkt beenden. Deswegen ist der Sprung schwächt als die Flotte, das heißt, sie wäre jetzt anfällig, aber gegen die Sternenbasis schaffen die es auch so. Würde ich hoffen. Kriegsziele durchsetzen. 10. Darunter wichtig ist vor allem, genau. Euer Sieg ist nur die nächste Prüfung unseres Glaubens. Ja. So, passt auf. Die Sternbasis ist deaktiviert, aber wir können das Sternentor aktivieren. Okay, sind jetzt insgesamt erbärmlich. Ich hoffe, das bleibt auch so. Schiffswerft, Geschützbatterie, Geschützbatterie, noch eine Geschützbatterie und dann verbessern. Störsender und... Die Asiaten besitzen fast ausreichend Informationen über L-Tore, um diejenigen zu entschlüsseln, die sie kontrollieren. Ist mir ehrlich gesagt nicht mal so wichtig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie schlau genug sein werden, das L-Cluster groß zu sichern. Und dann kann ich einfach das L-Tor nutzen. Ob ich halt vorher... Ich habe nicht mal geschlossene Grenzen zu den Amazonen. Ich kann da einfach reinfliegen. Nee, Moment. Ich habe meine Grenzen nicht geschlossen, aber sie ihre schon. Okay. Panzertorpedos. So, ich bräuchte gerade einmal... Nein, das ist, sind die Kuratoren. Ich bräuchte einmal euch. Wir möchten euer Mäzen werden. Sterntor-Baustelle. Das hier möchte ich noch gerne fertig machen. Ressourcenspeicher voll. Ja, gut. Dann geben wir denen nochmal ein paar Mineralien.
So überwältigend, wie sieht's aus? Ja, das ist schon fast erwachtes Imperium an Stärke, wobei die alle ihre Flotten hier haben. Technology secured. Wir brauchen einfach viel mehr Legierungen, damit wir unsere Flottenstärke auch vollständig, also unsere Kapazität auch voll auslasten können. Produktionsministerium, darauf warte ich schon ewig. Das gibt uns nämlich auf Rom auch nochmal was an Konsumgütern und Legierungen. Und zwar ohne zusätzliche Investitionen. KI-Raketen, Plattformen, Verwüstertorpedos. Da kommt eigentlich nicht mehr wirklich was Sinnvolles. Construction complete. Construction complete. So, wie sieht die Festung aus? Die werden wir aber auf jeden Fall benötigen. Polaris hat gar keine Festung. Aber ich möchte jetzt auch keine 200 Einfluss reinknallen, nur um da ein Habitat zu haben. Eine Trio-Murmelsammlung. 1000 Konsumgüter für 6 Monate Sozialforschung. Ja, nein. Technology secured. So, Erkenntnis übers enigmatische Tor ist egal. Secured. Construction complete. Aufstiegsvorteile. Ja, bitte. Einigkeitsambitionen. Da sind ein paar richtig gute dabei. Was haben wir denn schon an Spezies Einzelgänger? Nee, warte, das sind die Priki. Ach, das waren die hier, die sich auf Savanne angepasst haben, ne? Ja, das kann ich bald aber alles einheitlich machen. Also das ist nicht das Problem. Technology secured. Latente Psioniker. Ja, dann nehme ich einfach das. Anpassung Savanne, Anpassung Alp. Was? Warum hat er zwei Anpassungen? Wie geht das denn? Ja gut. Und nur noch latente Psioniker. Warum soll ich das nicht ausnutzen? Aber warum habe ich nur so wenig? Nur 6 Wikinger in meinem gesamten Reich. Das ist ein bisschen wenig. Rumstärke Korvetten, Rumstärke Zerstörer, Verwüster Torpedos, Feuerrate Explosivwaffen. Hier ist aber auch nichts Ordentliches dabei inzwischen. So, die eine Flotte können wir schon mal aufwerten. Okay, die haben... Ach, die haben ein Sterntor gebaut.
Das wird direkt als Megastruktur gewertet. So, wo hatten... Ja, sie hatten ihre Dyson-Sphäre hier drüben, ne? Ja. Die sind sogar... Wow, wir müssen echt was unternehmen. Sieg. Die Mayas sind recht weit. Stimmt, die Trojaner geht's ja nicht mehr. Wir sind auf Platz 4 von 7. Das ist so mittelmäßig, das ist nicht... Das ist den Römern unwürdig. Asiaten... Nein, ich werde definitiv kein... Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich will eure Ringwelt. Technology secured. So, was ist mit der zweiten Flotte? Dann sind die, genau. So, das Gebiet können wir später den Ägyptern übergeben. Bis auf das hier natürlich. Technology secured. Ich warte aber, bis das L-Tor geöffnet worden ist. Je nachdem, was da rauskommt, können halt gerne die Amazonen die Konsequenzen tragen. Schaden Energiewaffen, 40 Monate, das ist total machbar. So, mal umgekehrte Frage, wo sind noch Jobs frei? Hier. Ist das nicht hier in dem System? Genau. So, in 2 Monaten haben wir den Aufstiegsvorteil. Dann brauchen wir Energiecredits wie sonst was. Construction complete. So, hier die Grenze müsste ich eigentlich auch absichern, aber ich habe hier sowieso ein Sternentor. Darüber werde ich wahrscheinlich sogar reinkommen. So richtig Angst habe ich jetzt nicht vor der Flotte der Ägypter. Also so sieht es jetzt nicht aus. Waffenstillstand ist bis 2415. Weltenformer. Baugeschwindigkeit Planeten, ja bitte. So. Hier draus wollte ich... Meine ich eine... Weil ich komm, guck erstmal, was hier überhaupt rauskommt. Aride Welt, Gaia Welt, 7500.
dann haue ich aber mal eben die Terraforming-Gase rein. Hier war noch irgendwo eine ziemlich große Welt, die geeignet wäre. Die hier ist tropisch. Andererseits möchte ich die vielleicht für den Ecumenopolis nutzen. Also ist das hier vielleicht sogar tatsächlich... Das ist eine 10er, das ist eine 19er, die ist gut. Terraformieren, Gaia-Welt und die hier auch in der Gaia-Welt. Dauert jetzt halt nur wieder über 10 Jahre. War declared. Amazon hat Ägypten den Krieg erklärt. Oh. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass die Amazonen hier jetzt irgendwelchen Scheiß machen. So, wir müssen Rana sichern, wir müssen da sichern, weil dann kommen sie nicht in das Gebiet rein. Oder zumindest nicht großartig. Hier müssen sie sich durch dunkles Volkgebiet. Dann erklären wir einmal Erniedrigung. Dafür müssen wir aber Rivalität erklären. Erniedrigung.